Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter unsere Mission mit unserem kleinen Exkurs hier in Liberty City. Und ja. Mal gucken, was heute so erwartet. Ja, haben wir noch ein Auto irgendwo da stehen irgendwo? Ja, haben wir. Den brauchen wir auch. Ja, mal gucken, was uns heute erwartet. Wie gesagt, in der nächsten Mission. Wir fahren zu einem guten Gen Donald. Und schau mal. Ja. Mal gucken, wie viel wir noch mit dem zu tun haben. Doch mal sind einige Assi-Missionen dabei. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich habe das Let's Play bei einem anderen YouTuber zu Ende geguckt und dachte mir, Alter, da kommt noch einiges auf uns zu. In the Navy. Richtig, in the Navy. Halt die Schnüsse. Das kennt ihr komplett. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague. But that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Na gut, dann haben wir da ein bisschen was zu tun. Gut, dass wir schon ein Auto haben. Clown Ford Staunton, das brauche ich aber nicht machen, weil wie gesagt, wir haben ja ein Auto von denen. Fahre jetzt zu dem Parkhaus in Newport. Gut, wir haben ein Ziel angezeigt, das ist erstmal wichtig. Hoffentlich kriegen wir das auch schon hin beim ersten Mal, das wäre natürlich super. Aber wie gesagt, wir dürfen die natürlich nicht. Also nur als kleines Ziel setzen, wir dürfen nicht aus dem Auto aussteigen, weil er uns ja dann erkennt. Das kann ich euch schon mal sagen. Bleibt im Auto, fahrt ihr mit dem Auto. Das ist zumindest das Wichtigste dieser Mission. Ja, aber gucken wir mal. Wir müssen da jetzt irgendwie hoch. Einen guten alten Bandkrieg anzetteln, warum nicht? Scheiße. Ich glaube, wir haben eh keine. So, wir fahren schwinden hier mal. So, wir haben den. Ich
So, wir könnten ja die Cops mal wegmachen. Glück gehabt. Jetzt müssen wir hier aus dem Newport verschwinden. Scheiße. Ah, super. Ich hätte mindestens einen stehen lassen sollen. Fuck it. Ja, geil. Was für eine... Geil. Ich hatte es eigentlich geschafft, alles und so. Aber dann hieß es so... Du hast alle Zeugen gesehen. So, leck mich doch am Sack, Alter. Scheiße. Gut, dann hole ich... Dann werde ich kurz die Karamarium reparieren gehen. Dann müssen wir das ganze Ding nochmal machen. So, wie aus Zauberei. Alter Wand. Scheiße. Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Ärgert mich das gerade. Das ärgert mich gerade. Na gut, dann machen wir es nochmal neu. Das kennt ihr komplett. Nö. Aber ihr steht da hinter einem komischen Zaun und alles um und dran und springt mir auf die Karre. Wollt ihr auf die Karre springen? Ich werde überraschen. Na gut, dann müssen wir es halt nochmal machen. Was sind denn die für Stretch-Limos unterwegs heute? So, einen müssen wir noch höher fahren. Fickt euch doch, Alter! Das war mir klar, dass die um mich erkannt haben, weil die mir die Karre zerschossen haben.
Da müssen wir es halt nochmal machen. So eine Rotze. Meine Rotze, Alter, das Scheiße, Mann. Ich dachte, dass wir jetzt so ewig an dieser Mission sind. Die ist eigentlich so simpel, die ist so. Ja. Die ist eigentlich so pippi einfach, die ist klar. Du fährst da hoch mit der Karre, erledigst du die und verpisst dich. Mehr eigentlich ist nicht drin. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber das sind irgendwie wieder so Nerven mit den Missionen. Ich muss dringend auf Toilette. Wird aber auch das letzte Mal diese Folge sein. Ich denke, das sollte dann auch gut sein. Sonst machen wir das nächste Folge nochmal neu. Der Kenji kommt fort. Nein, ich weiß, was es ist, wie die Mission heißt. Das ist mir schon klar. So, wir sollen zurück doch. Oh! Mann, fuck mich nicht ab, Mann! Weißt du, echt? Du fährst bestimmt zurück, um dann weiter zu, um wieder zu wählen, um aus dem Weg zu fahren. Nö, er rutscht natürlich nach. Was eine Rotze. Ja, und ich durfte nicht aus dem Auto aussteigen, obwohl die Karre brennen und alles um und dran. Ja, die haben mich ja erkannt. Auf der anderen Seite rüber. Es lief jetzt irgendwie besser. Es war mir klar. Wir probieren es in der nächsten Folge nochmal neu. Ich habe jetzt gerade keine Lust. Und ich wollte gerade mit der Karre abhauen. Wir probieren es nochmal neu. In der nächsten Folge, wie gesagt. Bis zur nächsten Folge. Bis morgen um 20 Uhr wahrscheinlich wieder, ne? Bis dann. Tschüss.